Jetzt liege ich wieder vorne. Aber ehrlich, ein Schwierigkeitsgrad noch höher, ey, dann... Alter, heute zu dumm zum Reden, oder? Ne, ein Schwierigkeitsgrad höher und das würde wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Für mich. Ja, und der kommt hier schon wieder im Windschatten, also da sind die echt eine Macht. Oh Gott. Alter Schwede. Also es erschreckt mich jetzt doch, wie stark die hier sind. Und Jean Valais sieht man mal wieder nicht. Was? Hat der jetzt gerade irgendwas gesagt? Ich hab's gerade nicht verstanden, weil klar, wie immer, ich hab Headset auf. So. Hier muss man wieder vom Gas hier. Die geht meines Erachtens nach voll. Die geht auch voll, wenn man nicht so fährt wie ich. So, genau. Und jetzt sind sie gleich schon wieder dran. Also da fahren die unglaublich. Und auch die eine Kurve auf die erste lange gerade, da fahren die auch unglaublich krass. So. Boah, boah. Okay, gut. Das war hier volles Risiko, volles Rohr. Einfach Augen zu und durch. So. Jetzt hier wieder schön bremsen. So, jetzt geht die Kurve auch schon besser. Allerdings war der Ausgang nicht ganz so gut. So, hier, ja, jetzt habe ich mir diese Stelle hier auch gemerkt. So, was ist jetzt mit den anderen hier? Nelson Piquet liegt jetzt hinter mir. So. Ja, aber weit weg. Aber gut, die können schon wieder näher kommen, weil sie einfach wieder gegenseitig Windschatten haben. Ich würde jetzt eigentlich gerne Jean hinten sehen, aber da sehe ich nicht. So. Ja, und da sieht man schon wieder, wie die näher kommen. Und hier stellt es mich immer quer und ich weiß nicht warum. Ja, jetzt sind sie auf einmal schon wieder näher gekommen. So, aber das sollte ich jetzt hoffentlich haben. Ja, und ich glaube, auf Jean Valais können wir diesmal nicht zählen. Leider nicht. Aber gut. Hauptsache, wir holen das Geld rein. Dass wir endlich die erste Meisterschaft der A-Lizenz in Europa machen können. So, dafür war die wieder sehr gut gefahren. So, eineinhalb Stunden haben wir noch, ein bisschen weniger, eine Stunde, jetzt gleich nur noch 20 Minuten. Im Spiel natürlich, nicht in Echtzeit. Ja, in echt wieder 20 Stunden fahren. Ja, genau. So. Sehr gut gefahren, die Kurve fast schon perfekt. Jawohl, und jetzt habe ich das gleich, den Anfang vom Geschlängel werde ich, denke ich, fahren. Ihr kennt es ja, ich nenne das immer Geschlängel da hinten drin. So. Ja, Musik ist natürlich auch wieder da, aber der Mr. Easy Racer hat das ja mal leise gestellt gehabt. So, nee, Anfang vom Geschlängel kriegen wir gar nicht mehr mit. Jawohl, sehr schön. Position dry. Da seht ihr noch Jean Valais. Da war er noch echt gut dabei. Ne, das bin ich, davor war er. Da habe ich den einen Asten doch ganz schön abgedrängt. Direkt am Anfang da. Ja, und da bin ich ein bisschen... Boah, hoppala. Da habe ich sie schon ein bisschen gedrängt, aber naja, gut. Elfter ist er noch geworden im Salieren. 12, 13 Kilometer hinter mir. Na, ganz stark. Gut, das gibt sogar Punkte für ihn. Aber das gibt kein Geld. Kein Geld für mich. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich dieses Projekt hier noch weitermachen werde. 8 Punkte und 3 Punkte für ihn. Naja, immerhin vierter Platz. Nice. Jawohl, ich hol volles Geld rein. 111.000. Ja, eher nicht so viel. Doch, er holt doch auch einiges. 45.000 immerhin.
So, und das geht insgesamt auf meinen Ruf drauf. Die 700.000 haben wir jetzt geknackt. Ja, gut. Jawohl, nochmal 600.000. Saison-Einnahmen haben wir 2,5 Millionen. So, das war Saison 5. 4 Veranstaltungen gewonnen, das Geld 2,5 Millionen erhalten, das also 152.000. Weiter. Ich bin weiter ein bisschen geklettert auf 262. So, wo ist mein Teamkollege? 314. Und Team sind wir 62. Aber wir hatten doch auch schon mal 5 Millionen Einkommen, oder? Meines Wissens. Jetzt wird wieder gefahren. Auf geht's in die neue Saison. Genau. Auf geht's in die neue Saison. Saison Nummer 6 beginnt. Durch die Arbeit für andere Teams kommt man fix zu etwas Geld. Es gibt einen Festbetrag pro Rennen, sowie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Leider bringt dir das für deinen Ruf weit weniger, als für das eigene Team zu fahren. Eben. Genau das, was sie am Ende gesagt hat. Ja gut, hier, das bringt mir nicht so viel hier. GT1 Speed Series, okay. Supercars, Continental, Pro Muscle. eBay Motors. Das kann ich eigentlich mal machen, oder? Ja, Alter, was es da für Autos gibt. Ja, ich fahre auf jeden Fall in dem. Aber schon wieder auf Profi. Zum Rennen. So, das mache ich auf jeden Fall noch. Und dann hole ich mir den richtig krassen Wagen. Ihr könnt es ja auch gerne nochmal unter die Kommentare schreiben, ob ich Autos verkaufen soll. Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich schon gerne so viel wie möglich in meiner Garage haben. Allerdings, ja. Will ich auch die Europaserie irgendwann mal abschließen. Oh Gott, wieder San Francisco. Dieser Kerl ist Favorit auf dieser Strecke. Nimm dich vor ihm in Acht. Und im fetten Mustang. Ja, und ich natürlich hier in meinem alten... In meinem alten Ding. Oh Gott, ist der langsam. Aber egal. Ja, genau das ist es wieder hier am Anfang. Ja, auch gegen eine Viper fahre ich. Ist in Ordnung. Jetzt gibt's doch Gas, Mädels. Das ist ein Autorennen, nennt sich sowas. Nicht ein Schleichkurs. Ja, sowas nennt sich Autorennen und kein Crashkurs. Ja, da fährt er wieder nicht zu. So. Ja, und dann krieg ich auch einen Klaps von der Seite und dann kann man das Ganze direkt nochmal neu starten. Hör doch jetzt mal auf. So, ja, ich weiß, ich bin mit meinem Auto unterlegen, aber auch damit muss ein professioneller Rennfahrer klarkommen. Das ging nicht zu dritt durch diese Kurve. Ach, der am weitesten draußen ist, verliert dann eben. So. Alter, sag mal, ich pack's heute nicht mehr, oder? Ich krieg's heute nicht mehr hin mit den Amis, ey. So, oh, der Start war schon mal viel, viel, viel besser. Ja, und weißt du, der zieht dann auch so krass rüber. Obwohl ich da fahre. Aber egal. So, jetzt mal hier vorbeikommen hier. Hey, Alter! Sag mal, kann dieses scheiß Auto auch mal lenken? Ja, hier komme ich sehr gut noch vorbei. So. So, jetzt. Ja, genau. Das will ich jetzt auch noch mal sehen. Da hat irgendwer so mich komplett gesperrt. Alter. Ja. Ganz stark. Weißt du, hier, das war eine typische Kettenreaktion hier.
Hier, er rammt mich. Und dann, ja, und er fährt auch voll in mich rein. Jawohl. So wollen wir das sehen. Alter, so jetzt. So, wieder ganz guter Start. Übrigens, Jean Valet startet von der 3. So, jetzt mal kommt Gas geben, Jungs. Gas geben. So, ja, jetzt ist er auf einmal nur noch Fünfter. Der liebe Jean liegt jetzt vielleicht noch am Auto. Ich weiß es nicht. So, jetzt hier diese Kurve hier jetzt mal gut hinkriegen. So, ja, Jean hat ihn gut eingebremst. Dankeschön. Ich fahr vorbei. Nee, du bist im Wagen hinter mir. Boah, Alter. Ich glaube, meine Kurvengeschwindigkeit ist viel zu madig für die Autos. Gute Leistung. Du bist jetzt auf Platz 5. Naja, man kann es ja mal versuchen, ne? Mit dem, was man halt zur Verfügung hat. Naja, obwohl, ich hole doch jetzt schon wieder auf. Also plus 3,2. Jetzt gucken wir mal beim nächsten. Leider bin ich gerade auf dem letzten Platz. Ja, Alter, du kannst echt gar nichts im Amerikanischen. So, 3,2 war der letzte Abstand. So, wo stehen wir jetzt? Bei 3,6, okay. Der war nicht gut gefahren. Okay, also er hat verloren. Ich bin auch nur Fünfter, das ist nicht so gut. Nein, der Fahrer hat's grad gedreht. Da hat's aber einen schön gerade weggehauen. So, aber jetzt bin ich näher gekommen. 3,2. An die Viper bin ich auf jeden Fall näher gekommen.